أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ist ein Mujtahid ein Beweis in der... Ist ein Gelehrter ein Beweis in der Religion? Niemals. Allah Azza wa Jal sagt, sowohl in Surat Al-Baqarah als auch in einer anderen Sura, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat von uns verlangt, dass wir nichts in der Religion tun, äußern oder überhaupt etwas sagen, außer mit einem Beweis. Dieser Beweis ist vom Koran und Sunna und vom Ijma' der Gelehrten. Ijma' bedeutet, worüber alle Gelehrten übereingekommen sind. Wenn wir von diesen Quellen einen Beweis haben, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber ein Gelehrter ist niemals der Beweis. Mal angenommen, ein großer Gelehrter sagt, eine Frau geht dreimal in ihrem Leben raus. Das erste Mal, wenn sie aus der Gebärmutter herauskommt. Das zweite Mal, wenn sie heiratet und zu ihrem Mann gebracht wird in sein Haus. Und das dritte Mal, wenn sie zum Grabe getragen wird. Sag das mal deiner Frau, dann wirst du mit einer Beule zurückkommen. Sag. Heißt es jetzt nur, weil ein Gelehrter das gesagt hat, ist es für uns Beweis? Aber bei manchen Leuten ja. Warum? Bei manchen Leuten, aufpassen, warum nehmen sie Gelehrte als Beweis? Weil sie sonst keinen anderen Beweis haben. Ganz einfach. Und ein Gelehrter kann sich immer irren. Wie Abul Bara, ein Gelehrter kann sich irren, einer, der 60 Jahre eine Angelegenheit studiert hat und wenn er 100 Jahre studiert hat. Hört mal, was der Prophet Muhammad gesagt hat. Er sagte, wenn ein Gelehrter sich anstrengt, das heißt ein Richter, ein Qadi ist ja ein Gelehrter. Wenn ein Richter sich anstrengt, dann wird er, wenn er richtig liegt, zwei Löhne bekommen. Einmal für seine Anstrengung und einmal, dass er richtig gelegen hat. Und wenn er falsch gelegen hat, dann kriegt er nur einen Lohn. Was hat der Prophet uns hier klar bestätigt? Dass der Gelehrte auch Fehler machen kann. Ganz klar. Dass der Gelehrte auch Fehler machen kann. Insofern sagen wir, der Gelehrte ist selber kein Beweis. Aber wir brauchen den Gelehrten, um was zu verstehen? Den Beweis. Den Beweis. So haben wir das richtig hingebogen. Wenn jetzt auch zum Beispiel Sheikhul Islam, Rahmatullah alayhi, Rahmatan wasi'a, möge Allah uns mit ihm versammeln, Yawm al-Qiyamah. Oder Sheikhul Albani oder andere Gelehrte. Wenn sie etwas sagen, aber es gibt keinen Beweis dafür, dann können wir nicht sagen, sie haben Recht gehabt. Aber bei manchen Leuten, doch, das ist Sheikhul Islam, das ist Sheikhul Albani. Warum? Weil er fanatisch ist. Und du findest meistens bei diesen Leuten, er hat keine 5 Bücher studiert, 5 Bücher von großen Gelehrten, wo er verschiedene Aussagen gelernt hat. Ich finde eine Sache komisch. Wir kritisieren zum Beispiel bei Leuten, die der hanafitischen Rechtsschule angehören, die sagen, wir folgen Abu Hanifa, dass diese Leute was? Stur sind. Aber selber sind wir genauso. Sheikhul Albani sagt, Sheikhul Islam sagt. Wir lieben diese Gelehrten, aber wie ein Großgelehrter sagte, wir lieben die Gelehrten, aber wir lieben die Wahrheit mehr als die Gelehrten. Die Wahrheit könnte einmal bei ihm liegen, einmal bei ihm liegen, einmal bei ihm liegen. Manchmal liegt die Wahrheit bei Abu Hanifa, manchmal liegt die Wahrheit bei Imam Malik, manchmal liegt die Wahrheit bei Al-Shafi'i, manchmal bei Imam Ahmad. Ja, Subhanal-Malik, hat Allah nur eine Person erschaffen und ihr das ganze Gute getan und den anderen nichts gegeben? A'udhu billah, wer sagt so etwas? Außer ein Unwissender. Deswegen, wir ehren alle Gelehrten und wir lieben sie. Möge Allah Azzawajal uns mit unseren Gelehrten vereinen. Aber wir sind niemals fanatisch. Dass wir sagen, der Gelehrte hat das gesagt, Ruhe, jetzt gibt es kein anderes Wort mehr. Nein, so sind wir nicht. Aber wir schauen, was die Gelehrten gesagt haben und welche Beweise sie angebracht haben. Denn in den Rechtsschulen findet man die Beweise, liebe Geschwister. Bitte passt auf. In den Büchern der Rechtsschulen finden wir, wo die? Die Beweise, die brauchen wir, um ein Urteil letztendlich zu fällen. Wallahu ta'ala ala wa